So, Helikopter ist eingetroffen. Was geht's? Lass mal deine Männer raus. Hier bitte. Sofort. Auf der Stelle, damit wir jetzt retten können. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viele Credits für den nächsten Einsatz. Und ich bin echt gespannt. Okay. Ich bin echt gespannt. 30, 48.000, wir brauchen noch 8.000. Ein paar gequetschte. Du bist von der Baggerschaufel getroffen, mein Freund. Wir sind sofort zur Stelle. Ganz schön helle an Ort und Stelle. Kein Problem. So. Der SDK tummelt sich da immer noch. Ja. Hauptquartier. Erledigt. Der ist ja auch ganz alleine. Dann darfst du dich mal zu deinen SDK-Kollegen stellen, die eine rauchen oder was weiß ich. Du hast auch den Einsatz erfolgreich beendet, okay. Also darfst du auch wieder zurück ins Hauptquartier. Du stehst ja auch schon ein bisschen länger hier. Ja. Hast ja auch schon die halbe Nacht hier um die Ohren geschlagen. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Ja. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Passt doch perfekt eigentlich gerade. Was geht's? Alles klar. Erwarte Befehle. So. Bin dabei. Was geht's? Ihr drei. In Ordnung. Von der Tankstelle, ihr dürft mal weg. Du darfst nach Hause, der Dekon darf auch nach Hause, weil ich dachte, wir brauchen das. Zu Befehl. Leider ja, aber nicht. Abschleppfahrzeuge brauchen wir trotzdem mal hier drei, bitte, ja. Bin dabei. So, und unser Notarzt, der dreht gerade hier vorne, da kommt er auch schon an. Das heißt, wir können jetzt hier auch gediegen mit dem Notarzt den Patienten behandeln. Zack. Alles klar. Hier, der Baggerfahrer, der ist jetzt behandelt, der kommt jetzt auch direkt mit ins Krankenhaus. In Ordnung. Ihr steigt ein, du steigst ein. Und ihr fliegt dann natürlich los. Ist ja ganz klar. So, jetzt unsere drei Abschlepper hier einmal beordert. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Hier oben wird dann gerade noch versorgt. Die kleine medizinische Notfall. Diese schmutzigen Bomben immer. Jo. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Verstanden. Wird gemacht. Gut. Die Person ist auch notärztlich behandelt worden. Wieder ein Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Was geht's? In Ordnung. So, das, was ihr hier nicht geschafft habt, ihr Scheißer, dürft ihr da vorne gerne jetzt wieder gut machen, ja? Okay, alle Brände löschen. Das sind jetzt drei Brände im Moment. 1 über 3. Gebäude und die zwei Büsche oder Bäume oder wie auch immer. Die ersten Fahrzeuge treffen jetzt hier im Moment ein. Da kommt, glaube ich, schon das erste Tanklöschfahrzeug von der Seite. Wie auch immer, von welcher Seite auch immer, das ist mir jetzt gerade egal. Hauptsache, er trifft ein und fängt schon mal an, das Gebäude zu löschen. Gebäude löschen. Gebäude mitlöschen. Gebäude mitlöschen. Was geht's? Ist in Arbeit. Die Tanklöschfahrzeuge mal hier hin. In Ordnung. Was geht's? Die drei Brände. Ist in Arbeit. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Ich hoffe mal, die kriegen einen Schlag. In der Stadtbahn. Mal ganz ehrlich, die sind einfach zu blöd alle hier. Was geht's? Also jetzt nicht in der Stadt, sondern einfach die Einheiten sind einfach zu blöd. Um selbstständig dann da hinzugehen, weißt du, wie der andere Techniker vorhin. Den ich vergessen hatte, weil es so ein bisschen stressig war und der rennt dann einfach nicht zu dem Schaltkasten hin, um ihn zu reparieren. Ja, also... Lächerlich. Ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus, was in deinem Fasan steckt. So, Hauptquartier.
Sonderwegerechte frei. Bin bereit. Hauptquartier, keine Sonderwegerechte. Jo. Der Techniker kümmert sich schon drum. Wir brauchen jetzt auch nur noch 4000 und ein paar Gequetschte, für, damit wir alle beide kaufen können. Techniker hat wunderbare Arbeit geleistet. Ich beobachte mal meine Kolonne hier. Meine kleine Kolonne. Am Straßenrand. Voll krass, so viele da. Ein Fahrzeug ist von der Fahrbahn abgekommen und hat einen schweren Unfall verursacht. Kümmern Sie sich zuerst um die Unfallopfer. Schließen Sie außerdem alle sonstigen Aufgaben aus Ihrer Aufgabenliste. Verstanden. Ja, oh, kein Thema. Machen wir. Die Abschlepper rufen wir auch schon mal. Ist in Arbeit. Ist ja alles in Arbeit. Polizei ist als erstes da. Wie es an für sich sein sollte. Ja. Bin dabei. Bin dabei. Hier ist Schläger. Höre. Zu Befehl. Alles klar. Höre. Zack. Wird erledigt. Was geht's? Was Schläger geht's? Festgenommen. Jawohl. Erwarte Befehle. Ja? Verstanden. Erwarte Befehle. Jawohl. Ein kleiner Verkehrsunfall. Ein VU, wie die Polizei wirklich sagt. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. So, den VU haben wir jetzt auch schon mal erledigt. Erwarte Befehle. Wegtransportieren, wegtransportieren. Was geht? Alles klar. Ihr transportiert jetzt gleich noch den Verletzten bitte einmal weg und dann hat sich die Sache schon gegessen. Notruf. Ausbruch eines Waldbrandes. Ursache Jungs. Unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Bin bereit. Du darfst ins Hauptquartier. Die zwei nicht. Die müssen zum nächsten Einsatz pesen. Jawohl. Habe ich noch was unterwegs auf der Straße vor? Nee, habe ich nicht. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt weiter eben kurz um den Verkehrsunfall. Was geht's? Wird abtransportiert. Bin bereit. Ja? El Technico darf wieder nach Hause. Ist in Arbeit. Oh ja, der Waldbrand umfasst gerade 4 Bäume. Noch keine Verletzten, wie ich sehe. Erwarte Befehle. Okay. Du, Baum Nummer 1. Du, da hinten den Baum bitte. Damit ihr das ein bisschen... Ich hab kein Löschflugzeug! Großflächig bekämpfen. Aber Vorsicht, Mann! Das abgeworfene Löschwasser kann Personen verletzen. Ach, deswegen soll man, ja, dachte ich mir schon fast, dass die das, dass die verletzt werden dadurch, aber... Naja, weißt du, wir haben ja noch nicht mal ein Löschfahrzeug, Löschflugzeug, also warum soll ich es auch einsetzen? Wenn ich keins hab, kann ich keins einsetzen. Ganz einfache Logik, oder? Jawohl. Ja? Wird erledigt. Bin bereit. Verstanden. Ja? Verstanden. So, dürfen wir jetzt hier unser Spektakel langsam mal beenden? Erwarte Befehl. Bin dabei. Höre. Mit dem letzten Einsatz. Okay. Ja. Wird erledigt. Bin bereit. Okay. Wird er abtransportiert? Ja. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Bin dabei. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Oh, hier stehen noch 2 Notärzte rum, warum auch immer. Bin bereit. Dann schicke ich mal hier 2 Notarztwagen hin. 2 glaube ich, ne? Wo ist denn der Schaltkasten? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht direkt. Ist das der? Nee. Defekter Schaltkasten. Der da ist. Ihr fahrt ins HQ. Wir gehen einmal kurz zum vermaledeiten Schaltkasten hier. Der ist voll. Der ist voll. Der ist voll. Okay. Was
geht's. Es steht aber zwei Notärzte rum. Es stehen zwei Kack-Notärzte rum. Kein Problem. Und ich weiß nicht, aus welchem Notarzt waren die kommen. Scheiße. Ich wette aus dem Helikopter. Kein Problem. Ich schicke die jetzt einfach hier hin, nur um zu gucken, woher die kommen, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt hier. Ist in Arbeit. Ich schicke jetzt alles hier hin von den Rettungskräften, von den RTWs und so. Damit ich weiß, woher die kommen. Angehörige haben eine Person als vermisst gemeldet. Wir haben auf der Übersichtskarte die ungefähre Stelle markiert, an der sich die vermisste Person zuletzt aufgehalten haben soll. Suchen Sie dort mit Hilfe eines Rettungshundes nach ihr. Erwarte Befehle. So. Erwarte Befehle. Der ist besetzt, der ist besetzt, der ist. Warte. Notarzt ist besetzt. Sofort. Notarzt ist besetzt. Zu Befehl. Notarzt ist besetzt. In Ordnung. Erwarte Befehl. Besetzt? Kein Problem. Höre. Besetzt? Verstanden. Ja? Besetzt. Alles klar. Was geht's? Da fehlt einer. Bin bereit. Und da fehlt einer. Ja. Wird gemacht. Bin bereit. Bin dabei. Ja. Ist in Arbeit. Bin bereit. Was geht's? Was geht's? Okay. So. Dann sind jetzt die Notärzte auch wieder da drin. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Person wird vermisst, aber am anderen Ende der Stadt. Ist klar. Wo ist mein... Wo ist der? Ja. Weg. Zu Befehl. Ja. Weg. Ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen Klasse fahren. Ja. Höre. Weg. Ist in Arbeit. Wo wird die Person vermisst? Da oben. Jawohl. Schicken wir da oben jetzt... Ja. ...dich auch hin. Verstanden. Und irgendwie einen Notarztwagen mal. Den ich gleich abfangen muss. Dich fange ich da ab. Und auch zur vermissten Person. So, okay. Haben wir das auch. 48.000, wir brauchen 48.500. Das heißt, nach diesem Einsatz haben wir es. Können uns die zwei Fahrzeuge da kaufen. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt gleich noch so erwartet. Ist klar. RTW ist als erstes da. Da kommt auch schon der Suchhund. Ist in Arbeit. Und immer wieder an dieser Stelle, weißt du? Voll die geskripteten Events. Naja. Jawohl. Bin bereit. Verstanden. Bin bereit. Vor allem verstehe ich nicht, warum sie die nicht sehen, wenn die jetzt hier gleich irgendwo aufploppt und liegt. Ah, guck da. Da gräbt er auf einmal, weißt du, und dann findet er die verletzte Person. Wir haben die vermisste Person gefunden. Sofort. Sie ist verletzt. Wir sollten uns so schnell wie möglich kümmern. Jawohl. Erwarte Befehle. Ach, der ist ja noch besetzt, der Notarzt. Ah, lol. Ich schicke dir einen hin, einen RTW hin, der schon besetzt ist. Auch gut. Bin bereit. Echt sehr gut. Da war ja noch ein Verletzter drin. Und ich dachte, das wäre einer, den ich so nach Hause geschickt habe von gerade. Wo ich alle gerufen habe. Verstanden. Aber der Notarzt ist da. Der RTW rollt. Ne, der RTW rollt gerade dahin. Soll jetzt auch jede Minute eintreffen. Und von daher... Verkehrsunfall ist auch aufgeräumt. Das ist eine verletzte Person. Vom VU. Was geht? Verstanden. Okay, jetzt wird erledigt. Transportieren wir den halt noch ab und dann haben wir unser Geld zusammen für den nächsten Großeinsatz und ich
denke mal, das wird vielleicht der letzte sein. Ich hoffe es jedenfalls gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ansonsten müssen wir mal schauen. Ne? Und jo, der Einsatz ist auch erledigt. Wir haben unser Geld zusammen. Ich warte jetzt eben noch, bis der Einsatz hier... Was geht's? Ja, erledigt ist, sage ich einfach mal. Und ich knusper nochmal an mein Brötchen, weil ich Hunger habe. So, keine Musik mehr hier. Komplette Soundaussetzer. Auch gut. Ich habe gerade komplette Soundaussetzer, ist auch toll. So. Kaufrausch, Erfolg freigeschaltet. Haben wir das Spiel jetzt durch? Kommt jetzt noch ein Großeinsatz, oder? Aha. Ich habe alle Fahrzeuge gekauft. Hat das Spiel sich aufgehangen? Ich glaube, ich speichere mal. Und dann sehen wir mal weiter. Huch. Ich wollte nicht die Kamera komplett frei bewegen. Ich wollte nur die Kamera so ein bisschen bewegen. Erwarte Befehle. Ach, er erwartet Befehle, okay. Ah, jetzt kommt auch wieder Musik. So, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ein neuer Großeinsatz? Oh, ein Reh. Oh. Ich habe jetzt hier auch keinen Sound, warum auch immer. Auf jeden Fall fährt da gerade ein LKW und ein Reh. Natürlich, der kann auch mal ebenso schnell ausweichen. Natürlich. Kriege ich wenigstens eine Einsatzbesprechung? Nein, kriege ich nicht. Aber es ist ein heftiger Großeinsatz, wie mir scheint. Und ich werde das Spiel nochmal ganz kurz, oder die Kampagne zumindest mal ganz kurz neu starten. Ja, und ohne Einsatzbesprechung ist auch toll. Und alle sind radioaktiv verseucht. Sehr toll. Spiel beenden. Hauptmenü. Gucken wir mal. Kommt die Musik wieder oder kommt sie nicht wieder? Muss ich einen Cut setzen oder muss ich keinen Cut setzen? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich hoffe, wir müssen keinen Cut setzen. Aber ich glaube... Na, es ist jetzt wieder Musik da. Ich geh jetzt mal auf Spielen, auf Kampagne. Warte mal, nee, vorher gehe ich mal eben, bevor ich auf Kampagne wieder gehe und Fortsetzen mache. Großeinsätze. Attentat. Tramunfall, Bandenkrieg, Überschwemmung. Okay. Freispiel, Berlin, München, Hamburg. Okay. Kampagne fortsetzen. Wir warten einfach jetzt nochmal den Ladebildschirm ab. Ich gehe mal derweil einen Cut setzen, ne?